So, jetzt komm und stirb. Und du auch. Und du, natürlich. So. So, jetzt nur noch bitte bis zum Gegner in dieser... Also bis zur bösen... Rollen. Tussi. Au. Und jetzt bitte mal ein bisschen mehr Lebensenergie. Scheiße, ey. Das wird so nix. Das glaube ich nicht, ey. Ich gebe mir doch so eine Mühe mit dem Spiel. Bounce auf. Na toll, aber ich glaube, so wird das schon mal nix. Ah, nein! Okay, jetzt habe ich noch ein Leben. Kriege ich bitte noch eins? Kann ich bitte noch eins haben? Danke. Ah, komm. Dich mache ich platt. So. Damit die mir nicht hinterherlatscht und nur auf die Nerven geht. Wie die meisten Frauen. Nein, Quatsch. Nein, nein, nein. Quatsch. Das war jetzt mein Ego, das aus mir gesprochen hat. Oder meine Wunschvorstellung. So. Ja, sehr geil. So. Und oben lang. Und ich will oben bleiben. Deswegen falle ich runter. Weil ich oben bleiben will, falle ich natürlich runter. Das ist mal wieder so dieser typische Effekt, der kommt, wenn man irgendwas ganz doll möchte. So. So. Ich hab's mir gewünscht, aber es ist irgendwie nicht in Erfüllung gegangen, Sache. Obwohl es eigentlich hätte sein müssen. Au. So, und runter. Jetzt habe ich schon wieder so wenig Lebensenergie. So, für die Situation nehme ich mal meine lustige... Au. Lustige, sterbende... Olle. So, jetzt machen wir hier weiter. Und zack, runter. Autsch. Na, sehr geil. Na, sehr geil. Ich bin schon wieder kurz vorm Abfahrrecken. Ich sag's doch, ich bin kurz davor. Ich war kurz davor. Komm, einmal will ich noch. Einmal mache ich noch. Einmal hole ich mir die noch. Ich will sie. Wollt ihr sie auch? Ihr wollt sie auch. Ich mach sie. Ich mach sie fertig. Ich mach's ihr. Nein, das nicht. Komisch, aber trotzdem, wenn ich an sowas denke, Frauen, die sich da gegenseitig, also so Anime-Weiber, die sich gegenseitig abknallen, dann denke ich zwangsläufig an Hentai. Wieso? Warum fällt mir dieses Wort dann ein? Ich weiß es irgendwie nicht. Aber trotzdem, alles nur voller Weiber hier. Das ist doch der Traum eines jeden Japaners. Irgendwie, ich weiß nicht, was die bei sich... Also, was die im Denken. Ich weiß eh nicht viel über Japaner. Deswegen, ich kenne gerade mal ein bisschen was von ihrer Sprache. Konnichiwa, tschüssi und fertig. Nein. Ach, toll, 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 schon wieder abgereckt. Oh. Ich sollte echt weniger reden. Ich sollte weniger Stuss reden, ganz ehrlich. Ich sollte, habe ich gesagt, nicht ich werde. So, ja, spring! Spring runter und spring noch weiter runter. Ha, die können mir alle nichts. Mein Mikrofon wackelt. Schon besser. Bounce. Bounce! Bounce! Dich mache ich fertig. Dich kühle ich ab. Ja. So, jetzt warte ich. Und dann springe ich. Und dann tue ich tot. Und... Was? Ich tue tot. Ich tue so, als wäre ich tot. Genau. Da! Ja. Glück gehabt. Nein! Nicht Glück gehabt! Mann, ich könnte mich gleich wieder Game Over gehen lassen. Tue ich auch. Tue ich's? Tue ich. Ach klar. Dann haben wir es hinter uns. So. Oh, erstes Loch. Piu! Ja, war das nicht ein schönes Loch? Jetzt könnte ich hier demjenigen danken, der die Löcher erfunden hat. Ich werde es trotzdem nicht tun, weil Löcher sind immer noch scheiße. Genauso wie Spikes of Instant Death. Wer braucht sowas? Wer hat sowas sich ausgedacht? Also die Spikes, okay, die sind ja was ganz Normales. Aber ich meine Löcher. Wer hat Löcher erfunden? Hat irgendwann jemand einen Spaten gehabt und sich gedacht, was mache ich jetzt damit? Der wurde zwar erfunden, aber ich weiß nicht, was ich mit diesem Spaten eigentlich tun soll. Es gibt noch keine Aufgabe für ihn, deswegen erfinde ich jetzt das Loch. Und damit hat er es gebuddelt und dann... Ja.
Ja. Und so ist das Loch entstanden. Das erste Loch. Und dann kam die Frau. Nein. Entschuldigung. Das war jetzt böse. Das war sehr chauvinistisch. Ja, jetzt schieß mich nicht nur ab, sondern du schießt mich ja nicht mal ab. Du wirfst einfach nur was auf mich, wo ich ganz einfach ausweichen kann. Ey! So, sag ich ja. Ich kann ganz einfach ausweichen. Bam. So, und schon sind wir wieder ein Stück weiter unten. Bam. So. Und ab nach unten. Und wir sind im zweiten Abschnitt des Levels. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bam. Ich brauche einen Rapid-Fire-Button, echt. Ja. Ich brauche ihn so dringend wie... Wie? Ja, danke. Ich finde immer diese Sachen toll, wo ich erst sage... Oder wo ich erst einen Vergleich aufstellen will und mir dann überlege, was kommt da jetzt rein? Hm. Ich brauche es wie David Hasselhoff sein... Schnaps. Wow. Ich weiß, er hätte mit mehr Überlegung besser sein können, der Spruch. Aber mir ist gerade echt nichts anderes eingefallen. Hm. So. Boah, knapp. Wow. So, jetzt können wir wieder zurückwechseln auf Marisa. Vergesst diesen Namen nicht. Er wird euch noch bestimmt irgendwo mal begegnen. Ich weiß zwar nicht wieso, aber... Oh oh. Oh oh. Ich weiß auch gar nicht, wer hat sich diese Toho-Charaktere eigentlich ausgedacht. So. Wenn ich das mal wüsste. Pschum, pschum, pschum. Pschum. So. Schön drüber. Ha. Nein, meine Lebensenergie. Haha. Bams. Na los. Oh, ich wollte es töten. Nix da, schade. Na komm. Ja, jetzt du auch. Gut. So, und schon sind wir mit... Wer hätte es gedacht? Voller Lebensenergie. Und ohne ein Leben verloren zu haben. Hä? Wie habe ich das gemacht? Am Boss angekommen, meine ich. So. Ah, aber die sieht auch hübsch aus, oder? Die ist doch niedlich. Oh, aber sie kann auch was. Manchmal. Ah. Genau. No. Oh, 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 oh. Oh. Das tat weh. Sehr geil. Sehr schön. Ah, sie ist schon tot? Und was ist das? Ich habe was bekommen. Ich habe eine Kugel bekommen. Eine lustige, lustige Kugel. Hat jetzt eine andere was gelernt? Ja, Marisa hat jetzt was gelernt. Oh, ist auch interessant. Ja, mach dir keine Sorgen. Ich werde es auf jeden Fall gut benutzen. Aha. Das glaube ich irgendwie nicht. So, damit hätten wir eigentlich schon drei besiegt. Damit könnten wir die Session auch für heute erstmal sein lassen, denn... Ich weiß nicht, irgendwie... Es reicht erstmal mit einer Stunde Aufnahmezeit. Aber trotzdem, ich hätte gedacht, ich brauche länger. Hm. Na egal. Dann bis zur nächsten Folge von Megamari mit dem geilen Soundtrack und den voll süßen Viechern. Und so. Ja, ciao!